Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht. Es geht weiter mit irgendeiner Mission. Sarajevo, das war sie, die mich ziemlich viele Nerven gekostet hat bisher und die mich auch noch viel Nerven kosten wird. Ich weiß genau, dass ich schon ein oder zweimal sogar genau deswegen aufgehört habe, Command & Conquer aufzunehmen. Ich habe ihre Codes. Muss erstmal wieder reinkommen, wie immer. Weil ich immer wieder rauskomme. Aber diesmal werde ich versuchen, die Mission auf jeden Fall zu Ende zu spielen. Also, ich werde nichts anderes aufnehmen, bevor ich das hier nicht schaffe. Das heißt nicht, dass ich nicht mal irgendwie Aufnahmestopp mache. Aber am nächsten Tag nehme ich halt erst wieder Command & Conquer auf, bis ich diese Mission geschafft habe. So. Ja, ich erinnere mich, da kamen immer ganz viele Avatare auf einen Haufen und dann hat man gar keine Chance gehabt. Ich bin ja versucht, nochmal neu anzufangen. Aber vielleicht versuche ich auch mal, das bisher Geleistete nicht völlig unsinnig erscheinen zu lassen. Vielleicht hat es ja doch irgendwas gebracht, dass ich das noch irgendwie hinkriegen kann. Und wenn nicht, dann haben wir gelost. So, alle hier zurück. Alles bereit. Ja genau, da muss ich immer Avatare einsammeln und im Prinzip kann man ja so nur gewinnen. Sie kommen immer mit neuen Avataren, die kann man einnehmen, reparieren und dann gegen sie verwenden. Und solange sie nicht noch viel mehr kriegen, ist es eigentlich machbar normalerweise, sollte es das sein. Wenn ich denen entgegenkomme, bringen meine Verteidigungsanlagen natürlich herzlich wenig. Wir können so weit schießen bei den älteren Teilen. Ist das ganz anders? Die sind viel stärker als ich. Warum sind die viel stärker als ich? Ich bin doch eigentlich viel mehr in der Überzahl. Ich brauche ganz viele Ingenieure, denn sonst bleibt die Verstärkung sozusagen aus. Wo wollen sie hin? Die wollen meine Ingenieure wahrscheinlich. Aber es kann mir nur recht sein, wenn sie mir hier entgegenkommen. Ich habe, was ich brauche. So, jetzt mal schnell zurück hier und ich speichere, denn den Angriff habe ich jetzt erstmal erfolgreich abgewehrt. Oh, ich habe Angst, dass da oben hier irgendwann was kommt. Also da war, glaube ich, irgendwann mal ziemlicher Angriff und dann habe ich geloost. Boah, wie viel Speicherstände ich habe, aber gut, da unten, das sind die ältere. So, kommt mal vor, ich habe irgendwie Überblick verloren so ein bisschen, aber passt schon. Völlige Überlegenheit. Mal Auge kratzen, obligatorisches Auge kratzen bei jeder Aufnahme. Ich warte. Ja, sobald man aufnimmt, dann juckt plötzlich der ganze Körper. Bereit. Das ganz normal. Natürliche Körperreaktion. Räume Weg frei. So, auch zurück. Ist auf jeden Fall ein bisschen kühler gerade. Das. Oh ne, ich glaube, ich habe irgendeinen Wrack überlaufen. Das war dumm von mir. An die Arbeit. Aber da gibt es ja noch eins. Ich habe nicht mehr viel Geld. Ich weiß nicht, wo mein ganzes Geld bleibt. Hier habe ich noch ein bisschen Tiberium, hier oben habe ich noch. Ich habe aber Angst, dass hier echt irgendwann mal was kommt. Ich bin jetzt echt auf Speicherwahn. Aber nehmt mir das nicht übel, ich will diese Mission gerne mal schaffen. Das wäre doch sehr schön. Mammut, Einsatz. Sag, hier ist alles rot, hier ist alles voller... Ich schätze erst. Unsere Basis wird angegriffen. Wo, wieso? Lass mich in Ruhe! Ah! Meine Befehle. Ich erinnere mich, da war was. Das habe ich total vergessen. Moment, ich lade neu. Und wenn sie mich nicht überraschen, kann ich sie überraschen. Vielleicht. In der Theorie. Das Dumme ist, dass da meine Raffinerie ist. Die kann ich nicht irgendwie unsichtbar machen. Im Moment zumindest nicht mehr. So, die kamen ja irgendwann hier runter und dann kommen sie da. Okay. Einheit. Los geht's. Ja, solange sie auf die Raffinerie gehen, ist sie ja gar nicht mal so schlimm. Dann sind meine Einheiten geschützt. Das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Mammutpanzer bereit. Das habe ich doch erfolgreich abge... Oh, da oben kommt wieder was. Ich speichere wieder auf dem neuen Speicherstand. Ah, diese Mission. Diese Mission. Ich muss sie irgendwann mal... Oh, Kacke. Ich glaube, die war mein Untergang beim letzten Mal. Schieß dich schnell tot. Meine schönen Vasallen. Meine Scharfschützen. Ja, ohne die Scharfschützen, ich wäre so geliefert. So, du musst auch wieder zurück zur Waffenfabrik. Bestimmt.
Die Waffenfabrik steht viel zu weit hinten. Der Bauhof müsste mit der Waffenfabrik tauschen eigentlich. Aber kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich habe keinen Ingenieur, okay, weil ich kein Geld krieg, weil wieder niemand sammelt. Doch eigentlich sammeln die, aber hier oben ist schon alles leer wieder. Klasse. Unsere Basis wird angegriffen. Das heißt, eigentlich müsste ich einen Sammler hier runterschicken. Hier ist ein Sammler und unten ist ein Sammler. Wie wenig Sammler soll ich denn noch beauftragen? Und hier sind ganz viele Avatare, die ich nicht einnehmen, erobern kann. Ehrlich. Speicher noch. Kam nicht dann irgendwann noch eine Ionenkanone vom Feind oder so? Nee, ich glaube, ich selber habe eine zur Verfügung bekommen irgendwann. Mal sehen, ob ich das noch erlebe in diesem Versuch. Bis jetzt kommt mir, also heute, kommt mir das doch schaffbar vor. Also bis jetzt. Ich will ja noch nicht zu viel versprechen. Oder mir zu viel erhoffen. Versprechen sowieso nicht, denn in einem LP wie diesem kann man nur immer mit dem Negativsten vom Negativsten ausgehen. Immer schön pessimistisch bleiben. Alles rot und da kommt noch mehr rot. Nicht auf meine Sammler, die sind doch die wichtigsten. Die allerwichtigsten. Hätte ich das früher gewusst, dass sie kommen. Okay, wenn er jetzt stirbt, dann lade ich neu. Aber ich glaube, die laufen einfach nur stur geradeaus. Ohne Taktik. Also sie selber schuld, dass sie dann sterben. Moment, das wäre... Ja, das ist blöd. Bleibt hier oben. Nur die Roten gehen runter. Nur die Roten haben kaputte Hoden. Das war so schwach und total unreimend. Funktionieren die Luftfilter? Dass es total zu dem LP gepasst hat. So, du musst jetzt mal kurz... Ah, da, du. Und ihr nach vorne, hier. Mensch, diese Maus ist immer noch kaputt und morgen kommt meine neue Maus, hoffentlich. Bereit. So. Ah, dumme Maus. So, da musst du mal fester draufdrücken und dann kommen Doppel- und Dreifachklicks, die ich gar nicht will. Aber sonst wird es gar nicht erst registriert. Oh, fuck, das habe ich schon, ja. Alles kaputt. So, jetzt, ich glaube, es geht wieder. Ich will mal Alt F1 drücken, weil okay, das bei Descent die Schnellspeicherfunktion ist. Alles oh, hier geht das so nicht, leider. Es geht bestimmt auch irgendwie hier. Müsste ich mal ein bisschen recherchieren. Gibt da so viele Shortcuts, die ich nie benutze, die ich schon ausprobiert habe. Und wow, was war das? Okay. Was passiert jetzt hier? Ich habe viele Einheiten. Ich glaube, das sollte da irgendwann mal reichen. Da sind Abwehreinrichtungen, aber auch nicht mehr so viel. Oh, cool. Ja, das hat's ja gebracht. Aber solange die nicht getötet werden, wird das doch Wayne. Betriebsbereit. Kann's schön weiter sammeln. Zum Glück war der Sammler weg, sonst. Ja, dann passiert nämlich das. Jetzt greifen sie schon mit Lasern, aber die sind sau schwach gegen Panzer. Gegen Infanteristen werden die jetzt richtig effektiv mit ihren Lasern, aber so macht mir das nichts aus. Ich speichere mal wieder. Irgendwann gehen diese Avatar-Wracks, glaube ich, auch von selbst kaputt. Dann kann ich es auch nicht mehr einnehmen. Wäre ja auch dumm sonst, wenn da immer wieder neue kämen und dann Wracks über Wracks liegen und über Wracks, das ganze Krater voller Wracks und dann werde ich selber zum Wrack, denn da kommen wieder neue. Endlich. Ja, Sir. Weg hier. Dumme Maus reagiert nicht. Einheit wird angegriffen. Es wird immer schwerer als eigentlich ist. Aber immerhin, er ist rechtzeitig weggekommen. Die greifen jetzt scheinbar vermehrt von rechts an, aus dem Osten. Aus dem fernen Osten. Alle Systeme bereit. Zerstören. Nicht auf die Wracks gehen, nur auf die lebendigen Dinge. Luke geschossen. Ich warte. Oh, befördert werden sie jetzt auch noch. Oh, was ist da los? Kacke, kacke. Schnell zurück, zurück. Hier vor. Vielleicht kann ich das ja noch irgendwie retten. Kann ich das retten, bitte? Die werden ja da hinten repariert, zum Glück immerhin. Oh, das sieht gut aus. Das sieht ja... Wow, das haben sie jetzt... Ja. Respekt. Jetzt geht's hier unten weiter. Nein, ist schon vorbei. Ich habe hier nichts mitgekriegt. Aber es hat hier alles gepasst. Der Krieg läuft auch von ganz alleine, man muss gar nicht erst drauf achten.
So oder so. Wo kommen die denn her? Seit wann? Die habe ich garantiert nicht gebaut. Die sind bestimmt von Anfang an dabei gewesen. Oh, da ist Verstärkung gerade gekommen. Oh, Speicher wieder. Ja, diesmal ist der Speicherwahn extrem, aber ich habe gerade Descent aufgenommen. Vielleicht liegt es daran. Wer Descent guckt, der weiß, was ich meine. Ich will aber jetzt nicht näher darauf eingehen. Nichts, worauf man stolz sein müsste. Aber das ist halt nun mal die Spielphilosophie, wenn ich sie mal so nennen darf. Ich wäre es fast versucht, schon wieder zu speichern. Aber ich halte mich zurück. So, ich habe ein bisschen Geld, ich könnte auch mal wieder was bauen. Vielleicht auch noch Ingenieure, die sind sowieso immer ratsam. Ich wollte einen vierten noch bauen. Was? Wer schießt denn da die Häuser kaputt? Habt ihr irgendwelche unbändigen Aggressionen, die ihr irgendwo ausleben müsst? Scheiße, scheiße, scheiße. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich frage mich ja, wie viel Speicherplatz so ein Speicherstand braucht. Ich hoffe nicht zu viel, sonst laggt irgendwann meine Aufnahme, weil meine Festplatte keinen Speicherplatz mehr hat. Aber ich glaube, da wird eher das Problem sein, dass die Aufnahme selbst zu groß wird. Lass bloß meine schönen Scharfschützen in Ruhe, die sind wichtig. Die müssen euch doch töten. So, Speicher. Lalala. Ich glaube, das nervt dann irgendwann, aber für diese Mission muss das jetzt ausgehalten werden, denn die ist echt ein Arschloch. Ich hatte es schon so ein Arschloch bei Destiny. Ah, ich will nicht immer Fremdwerbung für mich selbst machen. Unzureichende Mittel. Aber wer dieses Projekt guckt, der sollte auch meine anderen Projekte gucken, denn die anderen sind doch viel besser. Hohe Tiberium-Belastung. Oh, Hilfe. Wieder egal, denn die können jetzt eh in Frack gehen. Einheit geborgen. Und dann macht es eh nichts mehr. Eliminieren. Nein! Nicht eliminieren! Ich wollte den Ingenieur reinschicken. Du sagst einfach eliminieren! Einheit wird es kämpfte gegen eure eigenen Roboter. Edgy Badge. Ja, ja, ich brauche neue Ingenieure, ich sehe schon. Aber immer schön, wenn man gegen seine eigenen Leute kämpfen muss. Also, wenn man der Feind ist. Also, wenn man es eben nicht ist. Ich rede hier wieder. Blub. So. Gibt's hier auch mal einen Ingenieur irgendwann wieder? Scheinbar nicht. Dann halt nicht. Ich speichere aber nochmal. Ja, irgendwie läuft's heute besser als sonst in dieser Mission. Ist ja schön, dann kann ich dieses Projekt auch mal regelmäßiger fortsetzen. Diese Mission hat mir echt ein bisschen. Und der hat mir gekraut, da habe ich ein bisschen Respekt gehabt und keinen Bock gehabt. So, du musst auf jeden Fall repariert werden. Man müsste ihn irgendwie automatisch befehlen können, sobald ihr gelb werdet, geht ihr mal selber zurück zur Waffenfabrik. Das wär's da. Du solltest auch zurückgehen, du gehst vor stattdessen als Ersatztrupp. So, die sind mir egal, wenn sie rot sind, denn die trecken dann eh ab. Du sollst hier vorgehen. War schon mal kurz. Ladida. Hauptsache es funzt. Die Taktik. Zu zerstörende Generatoren. 3. 1. 2. 3. Und hier ist der Tempel von Nord. Spoiler! Da kommen neue. Nein. Das sind immer noch Wracks. Alles bereit. Das kommt. Den hatte ich glaube ich schon mal, aber. Melde mich zum Dienst. Der ist halt wieder abgereckt. Ich bring das Ding zum Laufen. Ich hab, was ich brauche. Du nimmst den. Und langsam wächst meine Armee. So ganz gemächlich. Ich glaube, dann kann ich so langsam auch mal hier oben ein bisschen Verstärkung hinschicken. Die haben es, glaube ich, nötig und unten stehen sie sich nur langsam im Weg rum. Selbst im Weg. 11. Ist echt Mission 11. Da habe ich schon 10 Missionen geschafft. Wow. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos das gerade ist. Aber bestimmt schon einige geschafft. Also gemacht. So langsam brauche ich da auch mal wieder Scharfschützen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ich habe Ihre Code. Sterbt einfach, Mann. Bereit. Vielleicht die ein bisschen zurückziehen. Nur noch einer. Ein Scharfschütze noch. Jetzt habe ich hier oben echt langsam Probleme. An die Arbeit. Moment, ihr kommt schnell zurück und müsst repariert werden. Natürlich.
Du gehst nach vorne. Da holst du einen. Du musst da auch noch ein bisschen hin. Ach, da kommen sie jetzt schon wieder oben. Kacke. Ich muss beide Standpunkte halten, das Hauptquartier und den Vorposten. Ich warte. Und da kommen sie wieder. Steuerung aktiv. Erstmal alles auf den Angriff setzen. Oh, kacke, jetzt kommen sie da richtig. Meine Befehle. Ist natürlich gar nicht so schön, wenn sie jetzt auch so derbe angreifen. Es darf auf jeden Fall keine Einheit vernichtet werden von mir, sonst... Der überlebt das, überlebt das. Ah! Jim hat's erwischt. Ah, Tom ist auch tot. Das kann doch nicht wahr sein. Die machen mich fertig. Und jetzt greifen sie sogar gleichzeitig unten an. Ich will es ja nicht für möglich halten. So, ihr kommt jetzt hier als Verstärkung hin. Ich würde ja gerne da noch ein paar Ingenieure hinschicken. Rücke vor. Avatar. Waffen initialisiert. So, kommen alle zurück hier. Ein bisschen zurück. Ja, du nicht, du gehst damit hoch. Ja, Sir. Aber ich glaube, so langsam läuft's. So langsam habe ich eine sichere Basis. Also eine Basis an der Gesamtsituation, nicht nur eine Basis selbst. Das Hauptquartier steht auch ganz gut da, sozusagen. Aber es ist halt wie immer zu wenig Geld. Ich rede von zu wenig Geld und habe hier eine Masse Geld hier. Und sogar noch Ingenieur, der auch noch was einsacken will. Wo nehmen wir den, der? Den nehmen wir. Ich warte. Du musst unbedingt repariert werden. Ja, das tangiert mich nur ganz peripher, aber ich repariere es trotzdem, damit sie was zu tun haben. Hier unten werde ich gar nicht mehr von irgendwelchen Infanteristen angegriffen, nur noch hier oben. Zum Glück kommt da gerade die Verstärkung. Die ist echt notwendig gewesen für diesen Angriff, weil ich jetzt keinen Scharfschuss mehr habe. Schießt sie alle tot. Ich guck einfach zu, ich muss jemanden befehligen, das schaffen die von selber. So. Ich habe ihre Codes. Was sehen Sie? Ihr geht da hoch. Schafft ihr das wirklich? Die halten echt extrem viel aus und sind auch gar nicht mal so schwach im Angriff. Mammutpanzer bereit. Geh mal ein bisschen zurück. Auf zur Front. Ach, der wird repariert, oder? Ach, die kommen ja schon wieder. Ich halte sie auf. Ja, natürlich, die wollen noch. Er wird befördert zu seinem Tod. Genau so. So und nicht anders. Ich bring das Ding zum Laufen. Darfst gerne auch repariert werden. Du bist repariert, du musst da unten bleiben. Ich kann sie noch nicht aufrüsten, die Avatare, oder? Kann ich. Nee, da will keiner. Es geht erst, wenn ich Nordeinheiten besitze. Strahlenkanone und so, die dann kriegen sie einen extra Laser, das ist richtig geil. Wieso ist hier oben eigentlich so viel abgeändert, wenn da nur ein einziger Sammler da ist? Das ergibt doch keinen Sinn. Irgendwie ist das seltsam. Sam 11, 22. Hier unten ist auch ein Sammler und da ist echt noch ausreichend. Aber Hauptsache es passt soweit. Ausbildung. Ich spare mal ein bisschen mehr, solange. Oh, solange sie da nicht kommen, wollte ich gerade sagen und meine Ingenieure kaputt schießen. Die kommen halt immer in denselben Krüppchen, da kann man das schon ein bisschen kalkulieren, solange man den Abwehreinheiten besetzt, was ja auch schon anders war. Ich glaube, wenn die befördert werden, die Avatare, oder zusätzliche Strahlenkanone kriegen, dann haben sie so, auch so weise Laser, wie die Mammutpanzer. Ich glaube sogar ein bisschen stärker dann. Aber ich bin nicht ganz sicher. So,
So, zurückziehen. Zum Glück hast du überlebt, da bin ich ganz froh drum. Noch irgendwer, der da unbedingt repariert werden muss? Nein. Langsam werden die auch alle durchbefördert. Das ist sehr schön. Okay. Das kommt wie gerufen. Oh, da kommen sie alle. Ich hab, was ich brauche. Na gut, ihr könnt alle mitkommen. Verstanden. Ich habe ihre Codes. Speichere natürlich nochmal. Schon so lange nicht mehr gemacht. Sam 23. Ich brauche unbedingt einen Shortcut für Speichern. Melde mich zum Dienst. Ich bring das Ding zum da rein. Alles bereit. Du gehst da rein. Melde mich zum Dienst. Alles bereit. Du gehst da rein. Melde mich zum Dienst. Du gehst da rein. Dann habe ich noch zwei übrig, oder? Ich hab, was ich brauche. Warum schnell rein, bevor alles in die Luft fliegt? Melde mich zum Dienst. Alles bereit. Ich verstehe nicht, warum da manchmal wie aus dem Nichts irgendwas in die Luft fliegt. Ich habe ihre Codes, dachte ich mir. Hier zurück. Ich warte. Du bist eh repariert, du kannst hoch. Ich habe ihre Codes. Oh fuck, da oben passiert was. Oh Kacke, oh Kacke. 2M. Das sieht nicht gut aus. Sam! Ja gut, das passt schon. Das haben sie im Griff. Betriebsbereit. Ich glaube, ich brauche nur eine Waffenfabrik. Ich habe ja so viel Geld. Aber allein zum Reparieren halt. Es ist echt schön, dass hier Waffenfabrik und Reparaturwerkstätte, Stadtstätte in einem ist. In anderen Teilen muss man ja eine Reparaturwerkstätte extra bauen. Der repariert sich jetzt wahrscheinlich von selbst. Yay, seht euch das an. Ist das nicht herrlich? Warum nicht immer so? Sorry, aber Reflex. Dafür habe ich keinen neuen Speicher. Oh, das wollte ich nicht. Jetzt hätte ich doch gerade nochmal neu speichern können. Ah, bla. Okay, die könnte ich ja mal hochschicken. Da habe ich doch auch noch 1, 2, 3, 4. Dann schicke ich auch nur 4 hoch. Es kommen zwar sicherlich auch neue. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich nehme mir noch einen 5. Ingenieur einsatzbereit. Und hol mir das. In einer Sekunde bin ich drin. Vielleicht kriege ich ja irgendwie Verstärkungen durch dieses Bonusziel. Oder eine finanzielle Vergütung wäre auch nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Jetzt haben die Angriffe sehr nachgelassen. Was ich natürlich nicht irgendwie jetzt schlecht reden will. Keine Minute ohne Speichern. Dann kann ich immer schön gucken, wie lange ich schon aufnehme. Anhand der Anzahl der Speicherstände. Theoretisch. In der Praxis wäre das natürlich beschissen. Du kannst weggehen. Wieso müsst ihr alle jetzt weglaufen? Warum kann der nicht einfach alleine unten rumlaufen? Jetzt muss ich noch schnell den Schilder hinschicken, damit ihr nah genug an der Waffe rücksteht. Nein, du kannst da weggehen. Wo? Einheit verloren. Da! Ah, natürlich auf meine Ingenieure. Weil die ja auch am gefährlichsten sind. Unsere Basis wird angegriffen. Ich kümmere mich um alles. Aber zwei auf einmal erwischt wahrscheinlich. Egal, dann brauche ich halt ein paar neue. Habe ich hier noch meine Scharfschützen irgendwo? Oder sind die auch? Die sind noch da, ja, schön. Die muss ich glaube ich auch Offensivstellung einstellen noch. Da war doch irgendwas. Und ich speichere nochmal. So lange nicht mehr gespeichert. Wird auch langsam ein Running Gag. Running Gage. Ich habe ihre Code. Ja, wer ordentlich Gage beziehen will, muss auch immer schön brennen bei den Gags. Ich habe ihre Code. Da blieb die Pointe aus. Ich habe ihre Code. Als ob ich Angst vor euch hätte. Ein Sterntyp reicht mir. Ich hab, was ich brauche. Kein Problem. Ingenieur so. Einsatzbereit. Glaub. Ja. Die Wracks sind weg. Herrlich. An die Arbeit. Ich kümmere mich um alles. Dann stelle ich die einfach mal jetzt hier hin. Ich hoffe, die werden da einfach mal ignoriert. Aber wir werden ja sehen. Ich weiß nicht, warum der Ingenieur da so dumm rumsteht hier nur. Als ob ich ihm überhaupt nichts befohlen hätte. Ach doch, ich glaube, ich habe ihn in dieses Mutantengebäude geschickt. Aber das wurde dann eingenommen, dann konnte er es ja nicht nochmal einnehmen.
Und deswegen ist er einfach stehen geblieben, mitten im Feuer gefasht. In der eigenen Basis. Oh no. Reichen drei Doppelte gegen diese Meute. Diese feurige, hungrige Meute. Da ruckelt's. Sag wohl, ich hab zu viel gespeichert. Das wär's ja. Jetzt kann ich da hier nur noch so Typen bauen. Mutierte Plünderer. Aber ich glaube, die bringen nicht viel. Waffen initialisiert. Hier wird repariert, ne? Betriebsbereit. Ja. Wollte ich nur wissen. Ach, das könnte ich auch einfach anklicken, dann sehe ich ja den Radius. Naja, man lernt da wieder dazu. Oh. Oh, oh, oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sam 11, 27. Aber es sieht doch ganz gut aus. Dieser Schwierigkeitsgrad schwer. Sarajevo. Und irgendwann muss ich so einen Satellitenabblink bauen. Also so ein Trägersystem für die Ionenkanone. Was heißt Trägersystem? Kontrollsystem. Nicht meinen Sterntypen kaputt machen, bitte. Wehe. Nee. Nicht meinen Sterntypen. Den brauche ich noch. Der ist wichtig, ist mein Anführer. Mein bester Mann. Den lasst ihr mal schön leben. Den lasst ihr mal schön leben. Völlige Überlegenheit. Da habe ich noch einen besten. Nee, habe ich nicht. Das ist nur ein Feldwebel. Volle Energie. Tötet die doch einfach. Guckt euch mal an, die sind viel stärker als ich, was gar keinen Sinn ergibt, weil ich eigentlich viel toller bin. Stirb. Im Namen von Kane. Halt, ich bin GDI. Im Namen des Präsidenten. Aha. Wie sie mich dezimieren. Aber Hauptsache mein Sterntyp bleibt. Boah, seht euch mal an, vorher. Wäre der Einzige, der gestorben wäre. Mein Sterntyp gewesen. Jetzt sind es mindestens drei, vier Avatare gewesen. Die ich jetzt alle aber einnehme, wieder. Ausbildung. Ich kümmere mich um alles. Also kein Problem. Das kommt wie gerufen. Man hat ja immer ein bisschen Zeit. Einsatzbereit. Zwischen den Angriffen. Ich kümmere mich um alles. Ich habe ihre Codes. Ingenieur und die reicht auch. Melde mich zum Dienst. Ich bring das Ding zum Laufen. An die Arbeit. Das kommt wie gerufen. Ich habe ihre Codes. Das ist ja echt eine halbe Armee, die ich mir hier jetzt zusammenstaub. Okay. Ich bring das Ding zum Laufen. Ich habe ihre Codes. Mammut einsatzbereit. Aber so. Ihr kommt schon mal zurück. Ich warte. Ich hab ihre ihr seid alle halbwegs fit. Ihr könnt euch mal da verdünnisieren und Platz schaffen. Oha. Oha. Aber schön, dass wieder Musik da ist, weil so viel Action ist. Was sehen Sie? Schnell, ihr müsst denen helfen. Ihr seid am wichtigsten. Oha, da kommen wieder andere. Wir können es nicht lassen. Wir können es echt nicht lassen. So, ihr kommt auch noch mal zurück. Ja, bereit. Mammutpanzer. Abschätzungsteam, wo werden wir gebraucht? Schnell, bevor die Wracks zerstört werden. Das hatten wir jetzt noch nicht zum ersten Mal. Melde mich zum Dienst. Oha, da kommen sie wieder. Ich hab was vor. Einheit wird angegriffen. Initialisieren. Ah. Melde mich zum Dienst. Einheit geworden. Waffen initialisiert. Roger. Ich kümmere mich um alles. Ah, die haben ihn getötet. Wie er so langsam fällt. Der steht doch ewig rum. Als wenn er voll der Typi wäre. Wie Ganondorf bei Twilight Princess, als er Schwert reinbekommen hat. Hat er noch ewig rumgestanden. Bevor er endlich gestorben ist. Boah, wird befördert. Yay. Yeah. Ich brauche viel mehr Ingenieure. Menno. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ich warte. Unsere Befehle? So, du gehst auch mal hoch. Bleiben außer Sicht. Scharfschützenteam bereit.
Unsere Befehle? Vielleicht ein bisschen zurück, sonst seid ihr voll auf dem Präsentierteller, auch wenn ihr eigentlich unsichtbar sein solltet. Alles bereit. Mammut, einsatzbereit. Ich bring das Ding zum Laufen. Wie er gerade hier außen rumgehen wollte, total sinnbefreit. Waffen initialisiert. Ich warte. Initialisiert. Ich warte. So. Also langsam läuft's. Der ist ja fast kaputt da. Na. Er ist alles verloren. Warten wir, bis er den Gnadenstoß bekommt. Unser schöner Basisturm. Wachturm. Betriebsbereit. Zurück. Ja. Wieder schön ruhig. Alles hier. Feindliche Einheiten in Sicht. Oh, hätte ich bloß nichts gesagt. Einheit wird angegriffen. Waffen initialisiert. Ja, Sir. Unaufhaltsam. Avatar. Oh, Kacke da oben. Seht ihr das? Das bedeutet Ärger. Mal gucken. Schaffe ich die Mission noch? Ich könnte ja mal sowas bauen. Wird gebaut. Es scheint so, als hätte ich auch genug Energie, dass ich kein extra Kraftwerk für brauche. Mal sehen. Ich frage mich, warum das Tiberium hier echt so langsam nachwächst. Das ist nicht mehr schön. Echt dumm sogar. Die drei Ingenieure da oben könnte ich jetzt gut hier unten gebrauchen. Ich warte. Ziel bestimmt. Avatar. Alle mal zurück. Du musst hier repariert werden. Ich warte. Kannst vorgehen wieder. Du bist auch langsam so weit. Nur halt nicht vergessen, nachzureparieren. Und schön Ingenieure bauen, auch wenn man nebenbei noch so einen Satelliten, so ein Ionenkanonenkontrollzentrum baut. So heißt das Teil. Ich glaube, jetzt kann ich aber auf die Bin verzichten. Die habe ich ja nur gebaut, weil ich so viel Geld hatte in kurzer Zeit. Ich wollte mir keine Dinger bauen. Ihr wisst schon, was ich meine. Silos. Denn Silos sind scheiße. Man will keine Silos bauen. Man will Panzer will man bauen. Und sonst nichts. Meine Befehle. Immer nur Panzer. Wie viele da kommen? Walker. Die gerne Panzer wären. So, Sam 11. 30, nicht 20. 20 wäre ja noch wenig. Bei 20 habe ich halt angefangen, oder? Wie sie wieder auf meinen Ingenieur gehen. Auf meinen armen, unschuldigen Ingenieur. Mal gucken, was passiert, wenn ich das Kontrollzentrum aufbaue. Dann ist vielleicht alles besser. Tschio, 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 tschio. Die sind trotzdem viel stärker als ich, obwohl ich voll in der Überzahl bin eigentlich. Vielleicht liegt es daran, dass sie das herzliche Respekt haben. Ich habe sie ja nur erobert. Aber ich bin kein echter Nordanhänger. Was ist da denn los jetzt? The fuck? Könnt ihr schon nicht entscheiden, oder was? Schießen die Leute diese... Oh, Kacke. Ja gut, fickt euch einmal. Man stirbt, ich will da nicht mitgucken. Ich will da gar nicht zugucken. Waffen initialisiert. Avatar. So. Kommt mal zurück. Alles bereit. Zack. Erobern. Ich bring das Ding den erobern. An die Arbeit. Und den. Das kommt wie gerufen. Mal gucken, ob ich irgendwann noch zu denen komme, bevor sie verschwinden. Das wäre doch mal was. Schaffen sie das hier oben? Die sind ja klug. Die tun erst die Ingenieure zerstören, damit ihre Wracks nicht mehr eingenommen werden können später. Mammutpanzer bereit. Meine Befehle. Hat schon irgend sowas von Strategie. Feindliche Einheiten in Sicht. Und jetzt könnte ich endlich das Satelliten... Ach, ich sag's aber nicht. Das Ionenteil aufbauen. Das Ionenteil, ich glaube, das klingt doch ganz gut. Kann ich das schön hier oben aufbauen? Scheinbar nicht. Einheit geboren. Toll. Irgendwie. Einheit befördert. Ja gut, dann tue ich es hier auf dem Frontierteil eben aufbauen. Einsatzziel erreicht. Dann speichere ich direkt nochmal. Ich hoffe, da oben läuft das alles von selbst gut. Auch wenn ich nicht nochmal neu hingeguckt habe. Initialisierung. Die Ionenkanone ist online und steht zur Verfügung, Commander.
Danke für diese Information, damit habe ich schon gerechnet. Einheit wird angegriffen. Die ist echt sogar jetzt schon verfügbar, aber ich kann ja nicht hier reinfeuern. Stimmt, da war ja was, habe ich ja schon mal so weit geschafft. Ich muss erst diese ganzen Generatoren ausschalten. Initialisiert. Ich habe Ihre Code. Avatar. Aber das kriege ich noch hin. Alles bereit. Oh, da zerstören sie schon die Wracks. Mal gucken, ob er noch schnell genug ist, der Ingenieur. Vorwärts. Auf zur Front. Unaufhaltsam. Waffen initialisiert. Betriebsbereit. Waffen du musst zurück. Ich habe Ihre Code. Lalile. Überschreiben, ja. Da wieder ungewollter Doppelklick, man kennt es ja. Ingenieur einsatzbereit. Das kommt wie gerufen. Wieso gehen sie immer so außen rum? Warum nicht einfach direkt? Ich bring das Ding zum Laufen. Einheit geborgen. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Das seht ihr es aber doch. Die sammeln sich mal wieder. Ich warte. Ja. Aber sie kommen jetzt von hier. Vielleicht haben da meine Ingenieure. Ich, schick sie erstmal hier rein. Vielleicht. Ich lasse sie erstmal warten hinten. Bin unterwegs. Melde mich bevor sie wieder getötet werden. Räumen wir auf. Einheit befördert. Ich baue gerade gar nichts und habe trotzdem kaum Geld. Ist mein Sammler kaputt? Nein, der lebt sogar noch. Verstehe es manchmal nicht. Ich kümmere mich um alles. An die Arbeit. Zack. Das kommt wie gerufen. Deswegen. Ich muss doch Ingenieure bauen. Bereit. Einheit gebaut. Ich habe Ihre Code. Meine Befehle. Ingenieur einsatzbereit. Ich bring das Ding zum Laufen. So, alles. Ich habe Ihre Code. Im Rahmen. Also, ich wundere mich, dass es so gut läuft. Liegt wohl echt an dem vielen Speicher. Das kommt wie gerufen. Ich habe Ihre Code. An die Arbeit. Ich bring das Ding zum Laufen. Aber im letzten Mal habe ich ja ziemlich gefailt immer. Wenn ich mich recht entsinne. 31. Mal gucken, ob ich noch auf 100 komme in dieser Mission. Ich habe Ihre Code. Mammutpanzer bereit. Waffen initialisiert. Zack. Ich warte. Eliminiert. Oh fuck. Ich wollte eigentlich doppelt, also mehrere auswählen, aber so läuft Waffen das ja nicht. Initialisiert. Bei Command & Conquer. Initialisiert. Ingenieur, du sollst da reingehen, durchaus. Ein Einzelner wollte dem verarschen. Lebensmüde oder was? Waffen initialisiert. So, ihr kommt mal zurück hier. Vorwärts. Ich hab was ich brauche. Ich habe Ihre Code. Hab ich Feuerschutz? Ich kümmere mich. Kommt mal alle dahin. Da ist doch noch genug für alle. Glaube ich zumindest. Initialisiert. So, du bist noch. Ihr zwei. Räume Weg frei. Reparaturbedürftig. Waffen initialisiert. Oder Maschinen mit besonderen Bedürfnissen. Initialisiert. Könnte man auch sagen. Ich warte. Natürlich. Du auch noch. Betriebsbereit. Da tummeln sie sich alle jetzt. So. Ingenieur einsatzbereit. An die Arbeit. Einheit gebaut. Alles bereit. Endlich kann ich die einnehmen. Höchste Zeit. Und keiner stört mich dabei. Herrlich. An die Arbeit. Schön. Avatar. Roger. Jetzt wird es aber ein bisschen eng hier. Alles bereit. Waffen initialisiert. Ich so warte. Biesel, kleines Biesel. Räume Weg frei. Waffen initialisiert. Ich warte. Langsam haben wir echt keine Chance mehr. So viele Einheiten wie ich hier habe. Und ich denke, ich werde gleich auch mal wieder einen Angriff wagen. Ich kümmere mich um das schlägt mir hier ein. Passiert ja nichts groß weiter. Hier wären noch ein paar Ingenieure nicht schlecht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Einheit wird angegriffen. Ja, toll, jetzt kommen sie wieder da. Zurück! Roger. Mann, dreht doch mal gescheit um. Die müssen immer so einen großen Radius machen, bevor sie umdrehen. Dachte ich mir. Ja, nicht sterben! Alles nicht sterben! Seht ihr, der Strahl, der ist viel besser geworden, weil er jetzt viel besser ist. Avatar. Alle auf einmal hin. Das habt ihr doch keine Chance. Nein! Endlich! Da haben sie mich an einem schwachen Punkt erwischt. Und da kommen sie nicht oft. Eliminieren. Der nächste.
Aber selbst dann lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Waffen initialisiert. Greife an. Oha, du musst unbedingt zurück. Initialisiert. Avatar. Ihr seid alle fit. Waffen initialisiert. Betriebsbereit. Ihr müsst da noch näher ran. Ich warte. Avatar. Ihr seid auch fit. Wenn sie mich mal ein bisschen länger in Ruhe lassen würden, wäre das schon ganz cool. Greife an. Aber so, guckt mal, was da an rote Zeug rumläuft. Feindliche Einheiten in Sicht. Du sollst zurückkommen. Avatar, du musst auch noch zurück. Die gehen von sich aus immer weiter nach vorne, was ich mich gut heißen kann. Es werden halt auch immer mehr. Einheit wird angegriffen. Du bist auch noch geschädigt. Jetzt kommen sie von oben und hier wieder und da und dort. Ja, super. Jetzt läuft's wieder kacke. Wenn ihr sie einfach verrecken lasst und nicht unterstützt, was ist denn das für eine Kameradschaft? Wie in der Bundeswehr. Aber mal verrecken. Plötzlicher Feuersturm von allen Seiten. Aber dafür trotzdem ein paar gefallene Kameraden, damit müsst ihr jetzt leben. Alle mal ein bisschen zurückkommen. Oh nein. Seid ihr schwach. Kehre um. Avatar. Betriebsbereit. Initialisiert. So, die sind fit. Avatar. Initialisiert. Die sind fit. Ich warte. Die müssen da näher ran. Betriebsbereit. Initialisiert. Du sollst da näher rangehen, hast du schon mal gesagt irgendwie. Initialisiert. Ich warte. Wahrscheinlich gibt es ja nur eine einzige Reparaturdrohne für alles. So, okay. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Wird genug aufgenommen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es morgen klappt mit dieser Mission. Dann kann es endlich mal weitergehen mit der 12. Mission. Mal sehen, was die uns bringen wird. Meines Wissens kommen wir irgendwann nochmal nach Deutschland. Und dann wird's richtig kalt und heiß. Mein Name ist Sam. Macht's gut. Ciao, ciao.